Herzlich willkommen hier beim Rotarmisten. Schauen wir uns jetzt das Hemdmodell von 1940 an. Das Modell M40 wurde von 1940 bis August 1941 offiziell getragen und dann noch bis ungefähr 1944. Zu meiner Rechten ist wieder auf der Modepuppe ein Leutnant aufgebaut, dieses Mal in Feldausführung, das heißt, die roten Streifen entfielen. Die einzigen Veränderungen spielten sich bei den Mannschaftsdienstgraden ab. Einerseits gab es eine Vereinfachung der Produktion der Hemden, sodass immer mehr der Mannschaftsdienstgrade auch eine versteckte Knopfleiste hatten. Ansonsten veränderte sich am Schnitt, an den Brusttaschen oder anderweitig am Hemd nichts. Einzig die Kragenspiegel der Mannschaften und Unteroffiziere veränderte sich. Dieses ist jetzt der Rang eines Gefreiten. Während die Waffenfarbe und die Umrandung gleich blieben und auch das Waffengattungsabzeichen immer noch auf den Kragenspiegel zu finden waren, gab es als Veränderung ein goldenes Dreieck in der oberen Ecke des Kragenspiegels und einen roten Strich in der Mitte des Kragenspiegels, der erst ab dem Gefreiten eingeführt wurde. Als Unteroffizier würde hier einfach nur noch ein rotes Dreieck reingesteckt werden. Der rote Streifen wurde nun in allen Mannschafts- und Unteroffiziersrängen bis hin zum Unterleutnant getragen. Die Ausnahme dabei war der einfache Soldat oder Rotarmist, der nur blanke Kragenspiegel ohne jegliche Zusätze trug. Die Vermischung beider Modelle brachte Verwirrung, da die Umrüstung nicht wirklich klappten und so Zwischenvarianten entstanden, wo der rote Streifen, das goldene Dreieck in der oberen Ecke oder das Waffengattungsabzeichen fehlten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.